Hallo und herzlich willkommen zu Exosockte Witcher 3. Hier mit dem freundlichen Herr Geralt im Regen und gestern hatten wir hier irgendwie ein Nest von Agulen hier ausgemacht. Waren dabei beinahe verreckt wegen ganz tollen Lichtverhältnissen, die ich hatte und ich hoffe, dass das heute ein bisschen besser geht mit den Lichtverhältnissen. So lustig das jetzt auch im Winter ist, weil man denkt ja immer so, es wird immer früh dunkel, es wird spät hell und man hat kaum Lichtprobleme. Das Problem ist, sobald doch ein bisschen blauer Himmel ist, hat man jetzt immer so das Problem, dass die Sonne ein bisschen runtersteht. Und dann braucht man gar nicht viel Licht und dann sieht man schon gar nichts mehr. Gut, da unten haben wir jedenfalls irgendwie alles ausgestöbert. Dann wollen wir mal gucken, wo wir hier genau uns befinden. Steinbruch der Alten. Das bedeutet, wir haben hier tatsächlich ein Symbol der Reislichkeit aufgedeckt und können uns direkterweise hier uns Richtung nach Norden bewegen. Und wenn wir uns Richtung Norden bewegen, machen wir das einfach auch mal zu Fuß. Wir lassen sozusagen mal unsere Plötze da, wo sie ist und werden einfach mal die Gelegenheit hier einfach mal nutzen, auch mal das eine oder andere Kraut einfach mal mitzunehmen, wenn es hier direkt auf dem Weg steht. Oder halt auch dem einen oder anderen Gegner hier sozusagen aufzuknüpfen. Wie zum Beispiel den Himbeer hier. So. Der Himbeer hat sich jetzt sehr gut gewehrt. Rosfleisch, Bärenfell und Bärenfett. Ja, da kriegt das Bärchen sozusagen Fett weg. Okay, hier rutschen wir runter irgendwie. Was haben wir hier? Lecker, lecker. Kräuter, Kräuter, Kräuter. Hier ist nochmal das allseits beliebte Schöllkraut. Schöllkraut scheint es hier wirklich en masse zu geben, ne? Hier haben wir nochmal Neckerer. Hallo, Neckerer. Scheiße. Scheiße. Eine sehr interessante, adäquate Wortwahl hat unser freundlicher Hexer. Okay, damit haben wir hier die Neckerer entneckerisiert. Auch eine interessante Herangehensweise. Neckerer AUG. Da haben wir nochmal Neckerer. Kommen Sie ran oder wollen Sie... Will er euch? Der sagt sich, ja... Warum soll ich unbedingt zum Hexer hin? Der tut mir sowieso nur weh. Aber ist er dann doch gekommen. Er war irgendwie motiviert. Der will anscheinend nichts droppen, oder was? Okay. Blüten. Hier scheint es noch mehr Neckerer zu geben, ne? Und Vespen. Aua! Na, was los? Aha. So, haben wir. Au, au. Also mehrere Neckerer können schon ein bisschen nerven. Okay, haben wir. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Haben wir. Da wird bestimmt wieder so ein Nest sein, was ich wegbomben muss. Die Neckerer tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Ja, machen sie. Zerstören. Aha, das geht anscheinend. Wieder auffüllen von Gegenstände. Öle, Bomben und Tränke werden bei Verwendung verbraucht und können aufgebraucht werden. Aha. Um deine Vorräte wieder aufzufüllen, öffne das Meditationsfenster. Wenn du starken Alkohol bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen all deiner alchemistischen Gegenstände verwendet. Wir sollten mal ein bisschen Abstand gewinnen. Okay. Brutzel, Brutzel. Was haben wir? Wir haben Neckerer Herz, wir haben Neckerer Blut, wir haben Neckerer Auge, wir haben Scher Edel, wir haben eine kristallisierte Essenz und ein Monster-Ei. Das ist die sogenannte Monsterei. Hä?
The next one. Da oben haben wir nicht erkundeter Ort. Da haben wir nochmal eine Fragezeichenmöglichkeit, die etwas weiter weg ist. Deshalb werden wir mal unsere Plötze rufen. Da haben wir sie auch schon. Unsere freundliche Plötze. Vorausgesetzt, ich komme hier mal sauber durch. Hier ist immer so viel Zeug im Weg. Das macht es hier ein bisschen unübersichtlich. Na? Plötze. Danke sehr. Ja, komm, machen Sie mal ein bisschen Tempo, Plötze. Oh, Bäume. Ja, der Gaul, der kriegt gleich was aufs Maul, weil der reitet nicht so, wie ich es will. Wow, hier scheinen eine Menge Monsteraktivitäten zu sein. Zielt auf seine Augen! Zielt auf seine Augen! Das finde ich sehr schön, was ihr so vorhabt, aber ich habe irgendwie was dagegen, weißt du, weil... Ich finde... Oh, das war das Verbrennen. Entweder war der ans Feuer gekommen oder es kam durch mein Schwert. Scheiße! Oh, komm, ey. Boah. Lass mich doch mal hier... Ah, so. Okay, gut. Warum so kompliziert? Aha, wieder ein neues Schwertchen. Müssen wir mal nachschauen. Ein Käfigschlüssel. Ein unverschickter Brief, den wir uns gleich mal anschauen. Meine gute Helke. Hallo Helke Schneider. Mhm. So, den können wir dann ja mal rauslassen. Aufgeschlossen. Suche öffnen. Meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Oh, er macht für mich eine Ausnahme. Wieder ein Novi-Schwert. Wir haben eine Menge Novi-Schwert. Magischer Gegenstand. What? Wir haben ein magisches Schwert. Muss mal schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas Interessantes entdecken. Na, da liegt eine Leiche, aber die Leiche sagt irgendwie, I'm not really found interesting. Genauso wie die Kiste hier. Das ist ein bisschen seltsam. Was haben wir da? Auch not really interesting. Ah, aber da wäre was. Eine alchemistische Paste. Gucken wir mal weiter hier. Was haben wir da noch? Scheint ja einfach so aufgetürmte Zeug zu sein. Oh, da schimmert noch was. Das sollten wir uns angucken. Und jetzt schimmert da auch was. Scheint irgendwie erst langsam aufzustimmern. Gut, Quecksilberlösung. Herzogswasser und dann noch mehr Zeug. Ach du grüner neue Kriegsbeil, Eisenerz, Diamantenstaub, Assassinenstiefel und ein Peschdraht. Los, meine Lieben, an die Arbeit! An die Arbeit! Leute, wollt ihr mich hier verarschen? Was? Du Dreckshexer! Genau, mach mich nicht hier sauer, sonst fress ich deine Mama und so weiter. Hm? Gut. Müssen wir mal gucken. Irgendwas muss hier ja noch Zeug gekommen sein. Hier aufnehmen. Genau, machen wir mal. Da haben wir noch mehr Nägel. Und dann. Da hinten ist ein Säckchen noch. Nehmen wir auch mit. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier mit dem magischen Gegenstand auf sich hat. So Inventory. Oi. 49 bis 61. Da ist das, was wir haben, eindeutig besser. Was ist damit?
Ein Kanüppel. Ja, das sah verlockender aus, als es ist. 15% auf die Haltbarkeit des Gegenstandes. Wettstein dient der Reparatur von Waffeln. Ja, das ist eindeutig besser. Schön. 61 bis 76. Nee, 62 bis 71. Das ist nicht besser. Oh, da ist noch was anderes. Es ist auch schlechter. Magischer Gegenstand, aber ist schlechter. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass der besser ist. Wow, schade. Schade, schade, schade. Gut, nächster Ort. Was ist da unten? Anschlagsbrett. Da hätten wir nochmal eine Insel. Die könnten wir ja besuchen gehen. Gehen wir mal hier lang. Gucken wir uns mal die Insel an. Verließen wollen wir den mal nicht hier. Gehen wir hier auf die Plätze rauf. 400 Meter. Vorausgesetzt, die Plätze macht irgendwo mit. Ist ja immer so eine Sache mit der Plätze hier. Mann. Es sieht auch alles sehr kaputt aus. Alter, was ist das für ein abgeranzter Ort hier eigentlich, ja? Da wird man so ein bisschen depressiv. Ah, oh, geil. Guckt euch mal den Sonnenuntergang an. Mach langsam. Wow. Also der sieht geil aus. Ja? Also der Sonnenuntergang. Also so abgeranzt diese Gegend hier auch ist, aber der Sonnenuntergang ist mal Sonnenuntergang, ne? Der entschädigt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen ein bisschen nach rechts oder nach links. Wir müssen ein bisschen nach links weiter an der Küste entlang reiten. Hier sind Holzbretter. Lauf, Plätze! Ja, Plätze will nicht rüberspringen. Machen wir hier mal mit dem Hexerblick. Vielleicht sehen wir da noch mal ganz super geiles. Ah, hauptsächlich Kräuter, irgendwelche Leute, die hier lang ranzen. Komm schon, Plätze. Irgendwie Bäume, wo ich kaum durchkomme, weil Plötze anscheinend zu schon dick ist. Schon von der Freiheitbrigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Anderlinge, genau. Die sind anders, deshalb heißen nur Peter aller Anderlinge. Peter Alex Anderlinge. Ah, da haben wir schon ein Fragezeichen. Versteckter Schatz. Da gehe ich mal vom Plätze runter, weil ich nicht weiß, wie stark die Viecher sind. Da haben wir ein Fragezeichen. Da haben wir was Glitzerndes. Nehmen wir mal Schlüssel zu einem Schatz. Dann gibt es noch Brief und Tabakpfeife. Müssen wir mal gucken. Willard, du alter Bastard. Die haben ja echt tolle Anrede. Mhm. Was man nicht alles für Geld tut, ne? Ja, komm her, Herr Neckerer. Wir haben Zeit. Es sind eine Menge potenzielle Ziele. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. So. Nächster Neckerer-Quelle. So, die haben wir auch. Die ging jetzt recht einfach. Oh. Da ist ja noch einer. Ja, Mutagene ohne Ende. Da sind keine weiteren Mutagene. Aber hier haben wir noch was. Mhm.
Müssen wir mal schauen. Hier haben wir anscheinend Blutspuren. Blutspuren. Machen wir nochmal Kräuter. Wir nehmen mal alles mit, was dieser Ort hergibt. Weiß ja nicht, ob es hier vielleicht irgendwas Besonderes gibt. Weil wenn wir hier schon diesen Schlüssel gefunden haben, dann muss das ja hier irgendwie eine gewisse Faszination der Ort hergeben. Wie zum Beispiel die Tonne da. Wo ein Streitkolben drin ist. Ah, mal noch eine Tonne. Und die haben wir auch. Vielleicht müssen wir auch mal da hoch. Hier ist überall das Blut, ich weiß nicht. Anscheinend komme ich da nicht wirklich hoch. Ich suche da noch eine Treppe, Leiter meine ich, oder sowas. Hier wäre Blut. Da wäre Blut. Dort ist Blut. Führt mich gerade eher nur so ein bisschen rum. Hier wäre nochmal Kräuter. Die nehmen wir einfach mal spaßenshalber mit. Was ist denn da noch? Da ist auch nochmal so Wespennest. Ja, mit so einem Wespennest haben wir ja schon irgendwie so eine dumme Erfahrung gemacht. Wir wurden dann sehr vergiftet und es war sehr unangenehm. Da haben wir noch mal was. Jetzt kriege ich hier Kräuter ohne Ende. Was natürlich nicht schlecht ist, aber es führt mich eigentlich ein bisschen von meinem eigentlichen Ziel ab. Ja? Das ist ein bisschen blöd. Wow, das ist, wachsen die hier so nach oder was? Wenn ich hier so ein bisschen Augen aus dem Sinn mache, wachsen die dann hier so nah oder wie? Das ist hier, das hört ja hier gar nicht auf, ja? So, hier geht's mit dem Blut weiter. Da haben wir nochmal so ein böses Bienennest. Was haben wir denn hier oben in der Nähe noch? Da ist auch nochmal Blut. Was ist da für ein Blut nochmal? Aha. Aha. Da haben wir es gefunden. Wow, was wir hier alles bekommen. Das ist ja der Hammer. Da muss ich erstmal gleich mal nachgucken. Da sind wieder einige magische Gegenstände dabei. Einige magische Gegenstände, die tatsächlich auch mal besser sind. Ansonsten erstmal wieder nicht besser. Was haben wir denn da noch? Axi-Zeichen verbessern. Ja, kloppen wir einfach mal rein. Ist da mal verbessert. Weiß ich jetzt nicht, ob es so viel mehr bringt. Okay, wie sieht's denn mit nächsten Möglichkeiten aus? Es sieht gut aus, bis auf da oben. Da könnten wir nochmal hin. Das heißt, wir gehen irgendwie erstmal nach Süden und dann irgendwie den Weg lang, wenn wir nach Süden den Weg gefunden haben. Wo haben wir die Plätze? So, ich muss Ende machen. Bei mir klingelt die Tür. Wir sehen uns morgen wieder. Also, ciao, ciao und bye, bye.